Gehabt euch wohl, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Build Stormwind. Heute mit tatkräftiger Unterstützung. Der liebe Chris, der Herrick, ist mit mir heute unterwegs und wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass wir wieder ordentliches Werkzeug hier bekommen. Hey, lieber Chris! Servus! Servus! Es ist ja wirklich, wirklich wunderprächtig, ja. Endlich mal jemand, der was mit mir Minecraft zockt. Der, was sich im WoW auskennt. Das stimmt. So, ich habe da oben eine Rüstung für dich, die würde ich dir jetzt noch gern geben. Und dann würde ich sagen, ich habe schon im Vorfeld ein bisschen geschaut, wo wir lang gehen können, wo eine interessante Höhle wäre. Sprich, einfach eine Schlucht gefunden, vor vielen, vielen Folgen einmal und nie reingegangen. Dann wird's Zeit. Ja, würde ich auch sagen. So, ich habe dir hier in der ersten Ruhe ein Werkzeug reingelegt und ein Schwert reingelegt. Beziehungsweise darfst du gerne die Rüstung darunter nehmen. Du kriegst von mir noch ein Schild, Bogen und Pfeile, habe ich nämlich gerade gesehen, sind da nicht drinnen. So. Also das Schwert bekomme ich. Du kannst im Endeffekt alles rausnehmen. Ich meine, den Blaumann brauchst du nicht unbedingt. Die Lederrüstung. Weiß eigentlich gar nicht, warum die da drin ist. Ne? Da hat sich einer unserer lieben Arbeiter wohl mal heimlich umgezogen. Komm, ich nehme noch ein bisschen Holz mit zur Sicherheit, falls wir es irgendwo brauchen. Bett hast du eingesteckt? Hab ich. Die Rüstung noch, ne? Ja, genau. Einfach mit der leeren Hand draufklicken mit der rechten Maustaste, genau. Sehr gut. Wieder ein weiterer Manne Sturmwind. So, und ich würde sagen, dann gehen wir los, oder? Auf jeden Fall. Bestes Wetter. Ja, du als Zwergenspieler musst es ja lieben, eigentlich unter Tage zu gehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ach, komm. Ich komm da nie rein. Ich schaff das immer irgendwie nicht so wirklich da... Genau, das ja. Gerüst zu treffen, das ist immer ein bisschen... Ja, ist manchmal schwierig. Heikel. So, ich ziehe mir jetzt aber auch die Elytra aus und lieber eine Rüstung an. Denn man weiß nie, ob die Schergen Undercities wieder zahlreich uns ans Leder wollen. Wie lange spielst denn du schon WoW, Chris? Erzähl mal. Jetzt knapp 3 Jahre. 3 Jahre. Natürlich immer mit Pausen. Okay, das verstehe ich. Ja, gut, durch die Arbeit und ab und zu ist die Luft halt mal raus. Das kenne ich sehr gut. Ich habe ja, glaube ich, schon 3 oder 4 sogar Let's Plays angefangen hier in WoW, wo ich immer wieder angefangen habe, einen Charakter neu zu leveln. Und irgendwann, wenn du einfach alleine die ganze Zeit unterwegs bist, dann wird es irgendwann mal zäh. Ja, auf jeden Fall. Ja. So. Ja, Sonntag hast du ja auch wieder einen angefangen. Genau. Und zwar habe ich irgendwann mal hier eine Schlucht entdeckt, in der ich noch nie war. Wir brauchen vorrangig Eisen und ganz, ganz vorrangig brauchen wir Diamanten. Wir haben für unsere Bau- und Baueinsätze und Terraforming-Aktion fast kein... Eigentlich haben wir keine Diamanten mehr, ne? Du hast eher eine Glücksspitzhacke auch. Mit der können wir im Endeffekt alles Eisen, Kohle und Rohstoffe halt abgraben, was wir irgendwie finden. Und uns die Taschen füllen. Ich habe auch die Enderchest mitgenommen, wo ein paar Schalkerkisten drin sind. Sprich, wir können auch unser Inventar zwischendurch mal ausleeren
und einfach da uns jetzt auf das Abenteuer begeben. Für Diamanten müssen wir ja jetzt relativ tief gehen sogar. Einfach mal sagen, da. Oh, hier ist sogar Eisen, schau, das war jetzt ein Zufall. Das war ein Zufall. Der liebe Chris spielt übrigens jetzt auch schon bei uns am Community-Server. Und jetzt auch, glaube ich, die zweite oder dritte Woche schon, ne? Ich meine, ja. Ja. Ich hoffe, da hast du dich gut eingelebt. Ja, ich bin angekommen, aber ich bin noch in der Bauphase. Ah, das sind wir alle. Die Bauphase hört in Minecraft ja nie auf. Also ich hatte schon was stehen, hab's wieder abgebaut, wieder umgebaut. Das ist, glaube ich, normal. Ja. Boah, wie oft habe ich... Ich habe ja alleine hier schon dreimal die ganze Stadt alles abgerissen. Was ich gebaut hatte und wieder neu angefangen. Das ist quasi jetzt schon Sturmwind 3.0. So, und ich würde sagen, da schauen wir mal, ob wir irgendwo da tief runterkommen. Sonst müssen wir uns irgendwo runtergraben. Aber ich glaube, das geht hier schon ganz gut. Grundsätzlich ist es ja so, dass man am besten immer die Fackeln nur auf einer Seite setzt. Also es gibt ja da dieses Fackelrechts, diese Fackelrechts-Strategie, wenn man in Höhlen geht. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal was gehört hast. Nee, noch nicht. Also wenn du beim Reingehen die Fackeln immer auf der rechten Seite setzt, dann sind sie beim Rausgehen immer auf der linken Seite. Klingt logisch, ja. Guter Trick. So. War es das hier schon? Ich bin jetzt kein großer Freund von Strip Mine. Das mache ich nur in so Ultra-Hardcore-Projekten. Oh, Gold. Also an Ressourcen mitnehmen können wir eigentlich alles, was wir irgendwie finden, ne? Achso, du meinst die vorgenerierten Minen. Bitte? Meinst die vorgenerierten Minen, ne? Nee, hier ist definitiv keine Mine. Aber ich vermute mal, dass hier ein Höhlensystem darunter sein wird. Ist auch schon Tiefenschiefer, das heißt, wir müssen eigentlich bald auf Diamanthöhe sein. Wo fangen die an? Also ich habe noch nie wirklich danach gesucht. Aktuell so unter 11. Unter Höhe 11. Jetzt bei 8. Keine Ahnung. Ich schaue da ehrlich gesagt nie. Man kann sich immer ein bisschen dran orientieren. Dieser Bruch, Tiefenschiefer, wie er heißt, der kommt erst, glaube ich, ab Höhe 15 oder so. Oder wirklich. Okay. Früher war ja die optimale Farmhöhe 12, aber durch die 1.18 wurde das eben erweitert, dass tiefer runter geht. Ist das eigentlich besser geworden? Du spielst ja schon etwas länger. Diamantfarmtechnisch finde ich nicht. Okay. Aus dem ich glaube Eisen. Ja, Eisen und Kohlerohstoffe, aber da hast du immer eigentlich genug gefunden. Ich sollte jetzt mal eine Höhle irgendwo finden. Ich habe eine gefunden, musst einfach nur einen Schritt zurückgehen. Okay. Jupp. Sehr gut. Dadurch, dass die Diamanthöhe jetzt größer geworden ist, ist halt dementsprechend schwieriger geworden, Diamanten zu finden. Ne? Und was halt ich überhaupt nicht mag, hier ist Ende. Was halt ich überhaupt nicht mag, ist dieser Bruchtiefenschiefer, der ist mir einfach zu dunkel. Hufstein. Sonst müssen wir schauen, ob wir in die andere Richtung was finden. Da, da, schaut an. Das sieht gut aus. Das sieht ja mal wirklich gut aus. Leuchte gerade schnell aus. Zu viel ausleuchten müssen wir hier eh nicht. Ja, aber du hast mir ja mal erzählt, dass du hauptsächlich RP gemacht hast in WoW. Ja, da habe ich auf jeden Fall mit angefangen.
Also RP, also das, Rollenspiel quasi. Genau, da haben wir ja auch hauptsächlich in Sturmwind gespielt. Mhm. Aber ist das dann wirklich so? Ich meine, ich kenne noch die ganz alten RP-Server, wie es früher mal war, wo du dann quasi textlich alles geschrieben hast über den Chat, oder hat man sich dann mittlerweile jetzt auch schon an den Discords oder so verzogen? Ne, das ist auch alles über den Chat passiert. Alles über den Chat, immer noch? Ja. Okay. Entschuldigung, Tapsi. Und ich habe halt ein bisschen gequestet mit dem Zwerg. Ja. Nur halt eher auf das RP konzentriert. Und ich habe dann andere Charaktere angefangen für die Story quasi, die verschiedenen Kampagnen. Da habe ich jetzt auch wieder einen Krieger angefangen. Mensch. Ja, auf dem Server Arthas. So sieht's aus. Haben wir hier eine Geode? Oh, schau mal. Hier haben wir eine Geode. Also es ist Amethyst und da muss man drauflaufen und hören, ne? Ich finde, das klingt so schön. Ja, jetzt höre ich's. Und da haben wir übrigens auch diesen ominösen Kalzit, ne? Wo Papa Rogue die Tage gemeint hat, ich soll Sturmwind nochmal neu bauen in Kalzit. Deswegen nehme ich jetzt den Kalzit hier einfach mal mit, aber nicht um Sturmwind nochmal neu zu bauen, sondern vielleicht kann man den wirklich für irgendwas brauchen, für so Designelemente oder so. Denke ich, ist das sicher gut. Ich sehe schon, wir finden wieder alles und irgendwie sind alle Kisten dann voll und wir haben noch keine Diamanten gefunden. Ja. So, was mache ich mit den, was mache ich mit den Scherben bzw. mit den Blöcken hier? Auf den Blöcken kann man Scherben wieder ansetzen. Die Scherben kann man ernten und nachzüchten. Und zum Beispiel, wenn du dir ein Fernrohr bauen möchtest, da brauchst du eben solche Scherben. Okay. Ich glaube, da brauchst du einen Kupferbahn und solche Scherben eben, damit du die bauen kannst. So, jetzt muss ich gleich mal mein Inventar ausleeren. Schon wieder viel zu viel Zeug. Das Holz lassen wir im Inventar. Und jetzt diesmal aufpassen, damit es mir nicht wieder passiert. Das ist Behutsamkeit, passt. Du kannst ja ruhig auch was in die Enderkiste reinlegen. Die Enderkiste ist so, da hat jeder sein persönliche, ist für jeden seine persönliche Kiste. Also das, was ich reinlege, sehe nur ich, wenn ich drauf zugreife. Und das, was du reinlegst, nur du. Okay. Das hast du, glaube ich, die Enderkiste eingesammelt. Dankeschön. Ja. Dann Spitzhacke wieder wechseln. So, da hinten ging es irgendwo weiter, ne? Ja. Ja. Was haben wir hier? Redstone. Hallo? Hallo, Freunde? Oh, was habe ich denn da gerade geiles gesehen? Das ist eine Lascherkäfer, oder wie heißen die? Oh, schau, gibt er das mal. Wow. Spinnen. War gerade abgelenkt von dieser Höhle. So eine Höhle habe ich noch nie gesehen jetzt in Minecraft.
Wow. Ich hab so eine auch noch nicht gefunden. Das erinnert mich irgendwie an die tiefschwarzen Grotte, oder wie hieß der Dungeon? Hallo Ja, Creeper? ich überlege auch gerade. Aber es schaut richtig gut aus. Es schaut wirklich richtig gut aus. Warte mal, da müssen wir uns fast irgendwo hinstellen für einen Screenshot. Den Fund auf jeden Fall. Noch ein Creeper von unten. Ja, die tun nix. Der ist lästiger, Skelette. Diese Sylvanas-Schergen. Und da pfeift mir schon wieder irgendwo ein Pfeil in die Ohren. Aber da würde ich jetzt. Ah, schade, dass ich jetzt kein Roheisen mit. Keinen fertigen Eisenbahn mit habe. Stell dich mal da schnell neben mich, bitte. Mach mal kurz einen Screenshot. Sorry Leute, ich habe eine neue Tastatur. Jetzt. Und da muss ich jetzt immer FN drücken, damit die. Danke. Damit die F-Tasten funktionieren. Ja. Das wird man so wahrscheinlich nicht abbauen können. Wow. Auf jeden Fall ein gutes Bild mit den zwei Fallen in deinem Kopf. Nee, da braucht man eine Schere dazu. Schade. Schade, vor allem hier, wie das so leuchtet. Ah, da gibt's. Das sind die Leuchtbeeren. Sind aber auch normale Nahrung oder haben die noch einen anderen Verwendungszweck? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. In der 1.17 gab es die schon, dass man die in Kisten fand. Aber man konnte halt nichts damit anfangen. Was ist denn da hinten? Da ist noch heller. Laufen sogar Füchse rum. Wie? Oder? Ne? Was? Hier laufen Füchse rum? Irgendwas war hier oben. Ich habe es nicht genau erkannt. Ist das voll hell da hinten? Achso, na. Jetzt nicht mehr. Okay, du bist irgendwo rechts von mir. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Aber Diamanten habe ich jetzt nur überhaupt keine gesehen, ne? Ich bin hier bei der großen Treppe, wo wir am Anfang waren. Okay. Das ist cool hier. Also das gefällt mir wirklich gut. Ach, da unten, ich sehe dich. Beziehungsweise hörst mich. Ja, ich höre dich. Wenn ich dir irgendwie abhanden gekommen bin, musst du mir sagen. Ich habe irgendwie so die Angewohnheit, dass ich immer die Leute verlieren, wenn Ja. ich mit denen unterwegs bin. Das ist aber nicht böse gemeint oder so. Und du riechst auch ganz gut, ja? Boah, fuck. Das Ich war muss knapp. gerade nur mit den ganzen Creepern hier klarkommen. Warte, ich komme gleich zu dir. Oder versuche es zumindest. Ich habe das so die Angewohnheit, dass ich dann irgendwie immer so, wow, da ist was, wow, da ist was, wow, da ist was. Dann heißt es immer Marito. Wo bist du? Ja gut, in so einer großen Höhle bleibt es halt nicht aus, dass man sich mal verliert. Naja, ich als richtiger Höhlenforscher eigentlich müsste da mich ja an der Nase nehmen. Denn normalerweise machst du das nicht, dass du irgendwie einfach einen Kameraden oder so zurücklässt, ne? Oder vorgehst oder so, gehst immer in der Seilschaft quasi. Aber ich finde die gerade nicht mehr da raus. Mich schon wieder verlaufen. Wo genau bist du? Keine Ahnung. Gut. Was glaube ich? Weiter rechts. Ich gehe jetzt dann mal Richtung zurück, dann werde ich dich schon irgendwo finden. Aber ich habe noch überhaupt keine Diamanten gefunden, also das ist schon bitter. So. Alles andere, nur keine Diamanten. Ah, ich bin unter dir irgendwo. Gerade deinen Nametag gesehen.
stelle ich mich da mal hoch. Dann sollte ich eigentlich irgendwo bei dir rauskommen. Würde ich auf jeden Fall hier werkeln. Ich buddel mich wahrscheinlich genau wieder irgendwie in die Wand. Muss ja da jetzt dann die Höhle kommen. Ah, da. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, ich hab's gehört. Das war so mein Ankündigungs-Creeper. Ja, verläuft man sich schnell in dem Labyrinth. Ja, sehr, ne? Folge einfach den Explosionen. Ja, ich lasse bewusst jetzt mittlerweile schon immer die Creeper explodieren. Ich versuche da gar nicht mehr denen auszuweichen, wenn da jetzt eh nichts ist, was ich jetzt an gebäudenmäßig schützen möchte. So, wo ist er denn? Du bist wieder oben in der Höhle. Ja, da wo wir ursprünglich rausgekommen sind, bei der Treppe, wo wir den Screenshot gemacht haben. Jetzt bist du unten, oder wie? Moment. Nein, ich bin auch wieder da. Ich hab's gefunden. Da, hinter dir. Sehr gut, dann haben wir beide eine Riesenhöhle gefunden. Wir haben uns wieder gefunden. Und in der nächsten Folge finden wir dann hoffentlich Massen an Diamanten. Bis dahin, ciao, baba, gehabt euch wohl und... Lieber Chris, dir gebührt das letzte Wort. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.